Jetzt Einsätze hat sie nämlich Geschick. Ja, oder noch nicht Geschick. Assassinen, 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 der rockt den Assassinen. Alrighty then, und damit herzlich willkommen zurück zu Shakes and Fidget mit mir, Basti, Teil 2 von Rock the Assassin, dass wir ein paar Level aufholen, vielleicht sogar irgendwie nahe rankommen an Paul Terra vom Level, ich weiß es nicht, ob es möglich ist, aber wir haben ja die Lichtdungeons gemacht und jetzt müssen wir vor allen Dingen im Schatten gucken und dann will ich ja noch schauen, ob ich vielleicht das Portal auch irgendwie kaputt kriege. Also wollen wir gar keine Müdigkeit vorschützen, wir gehen einfach mal los. Ich denke, vom Level her sollten wir erstmal hier schauen. Es wird ein bisschen pilzintensiv werden möglicherweise. Ja. Aber ich sag mal, der Intelligenzgegner ist schon eine kleine Bremse. Man sollte hier ein paar Dungeons schaffen. Sehr geil, haben wir den ersten gleich geholt. Wir gucken uns den jetzt auch nicht an, weil das nicht ganz zwingend notwendig ist. Die Epics, 366, das ist aber schon ganz geil eigentlich. Kannst du nur nicht verwenden halt, ne? Also ein bisschen doof. Deshalb werfen wir es weg, aber es kann schmecken. Definitiv. Schauen wir weiter. Don Capiche war es gewesen, jetzt der schreckliche Dämonen-Dämon, ja? Der Dämonen-Dämon, auch der sollte machbar sein. Und das Geile ist ja, die Dungeons, die geben halt so viel XP. Also die geben schon nicht wenig, ne? Wenn sie fallen, ja, aber das sollte klappen. Huch. Uff. Sehr, sehr schön. Den Leck habe ich gerne mitgenommen, wenn es heißt, dass wir die Dungeons dadurch schaffen können. Wie gesagt, ja. Nehmen wir es gerne mit. Was haben wir jetzt bekommen? Gar nichts? Oder was will? Null. Was war denn das? Widerstand gegen alles. Oh, das ist nicht so schlecht. Dabei habe ich Lebensenergie drin. Aber 370 Geschick. Widerstand gegen alles zu haben, kann sehr, sehr interessant sein, ja. 370 Geschick. Aber 3% Lebensenergie, auf die will ich auch nicht verzichten, ne? Aber geil. Also, da sehe ich auch mal, was von den Runen her halt so möglich ist. Übrigens, da will ich auch schnell noch mal reingucken. Nicht, dass ich irgendwas versemmelbämmel. Ich habe heute, glaube ich, den Laden auch wieder versemmelbämmelt, ja. Also, kriegen wir schon. Oh, wir kriegen über 2500 hin. Okay, dann lasse ich das mal ein bisschen weiterlaufen. Und hol mir nur mal hier schnell was hoch. Und ja, dann mache ich den Arena-Manager. Vielleicht mache ich ihn alle zwei Tage, dass ich skippe oder sowas, ja, wenn ich kann. Ich denke mal, da kommen wir langfristig auch ganz gut ans Ziel. Aber gehen wir zurück zu Lück, zu den Dungeons. 6%. Ja, ja. Nicht so übel. Nicht so übel. So, jetzt haben wir natürlich schon wieder ein ordentliches Level-Up gemacht. Jetzt kommt, glaube ich, hier ein Endgegner, oder? Nee, ist das Monsterhäschen. Auch Geschick. Ah, warte mal. Nicht vergessen, das Gold extra nehmen für die Begleiter, damit es auch dann einfacher wird. Oder einfach bleibt, ja. So. 327.000. Down das Ding. Sehr, sehr gut. Erfahrungsbonus. Oh, Intelligenz für den Magier, also. Okay, Lebensenergie plus 1. Das sind 63.000. Das macht mehr Sinn. Da holen wir uns mal einen Edelsteinsockel hinzu. Steingewinnung. Und ab dafür, das bringt jetzt mehr. Ja, die Lebensenergie plus 1, okay. Aber die Upgrades, die Attribute-Upgrades, die sind deutlich besser. Okay, hier kommt jetzt schon die Banshee. Eigentlich müsste die ja eher anfallen als die Mordmaschine. Die Mordmaschine hat aber ein niedrigeres Level, deshalb machen wir jetzt das und das Ding ist geklärt worden von uns. Und wir kriegen eine Waffe. 806. Benötigt die Klasse Krieger oder Assassine? Ja, man kann, also ich kann sie selber nehmen. Das wissen wir. 806. Mittlerweile. Das ist ein sehr, sehr gutes Ding. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die 10%. Oh, die Rune gefällt mir leider nicht so ganz. Aber eigentlich muss ich die Waffe mitnehmen. Komme, was wolle. Von dem Schaden nochmal 12, 2%.
Oh, aber ich habe halt auch bessere Werte. Okay, auf jeden Fall. Wir nehmen sie, also wir müssen sie nehmen. Ja. Jetzt Einsätze hat sie nämlich Geschick. Ja, oder noch nicht Geschick. Hm. So Leute, wir haben jetzt endlich die Waffe auf Geschick und ich weiß nicht, ob das daran liegt. Also mir wurde das ja letztens erstmal gesagt, dass das geht und es geht. Wir haben jetzt hier auch nochmal den Beweis. Aber ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe einen Angriff gemacht, die Stärke war immer noch, die Waffe war immer noch auf Stärke getrimmt. Erst nachdem ich es dem Begleiter gegeben habe und wieder rausgenommen habe, hat sich das in Geschick gewandelt. Also ich muss das mal beobachten. Jetzt habe ich natürlich die Waffe rausgenommen, aber eigentlich... Okay, ich verzichte jetzt auf die Rune, weil ich brauche die Spanne. Ich brauche die Spanne, das ist wichtiger für die krassen Tries. Wir holen uns jetzt hier über Steingewinnung diesen Geschickstein zurück. Ja, die Waffe hat mir gute Dienste geleistet. Aber die ist halt jetzt hier das Non-Plus-Ultra. Nicht Altron, sondern Ultra. Gibt auch nochmal zwei Attribute mehr. Und wir haben immerhin 10% Runen-Damage. Vielleicht kriege ich ja bald mal eine neue Waffe dann wieder mit 12%. 12% war schon relativ weit oben angesiedelt. Insgesamt bringt mir das auf jeden Fall deutlich mehr. Dankeschön an die Mordmaschine dafür. Und dann kann jetzt die Banshee eigentlich fallen. Wobei, ob sie jetzt wirklich fällt... Ah, warte mal. Genau, vergessen. Ja, werden wir natürlich immer machen. Ja, immer verzaubern. Ob sie wirklich fällt, ist noch die Frage, weil Endgegner, ich glaube, bei den Demon Hunter war dann hier Schluss gewesen. Aber man sieht natürlich schon, was das für Levels ausmachen. Achso, und ich merke auch gerade, dass ich ja 286 bin. Und zack und zack und zack. Und ah ja, wir gucken uns natürlich nochmal den Fight der Mordmaschine an hier. Ja, das Endgegner können wir uns angucken. Schauen, was der Begleiter gemacht hat. 3 Millionen der Bertram. Mark Wahlberg hat gar nichts gemacht eigentlich. Oh, die Kundentunte hat 3 Hits ausgehalten und hat 3-mal gekrittet. Das ist nice. Assassine mit einem Doppel-Crit. Oh, das war aber knapp, dass ich den Hit überlebt habe. Okay, also ja, ich glaube, dann ist die Banshee wirklich, also wenn die halt 18 Stufen höher ist im Level... Da brauche ich schon einen mega lucky Versuch und es wird einige Versuche geben, wo er vielleicht so 2-3 Millionen hat, ne, der Dungeon. Aber ich glaube an der Stelle zu pilzen, 4,3 Millionen das zweite Mal, das ist nicht ein Schlag, das könnten zwei Schläge halt sein. Aber das ist natürlich auch gut, dass wir 2 schwarze Steine bekommen haben schon, weil mit einem schwarzen Stein weniger... Hätte ich den Hit nicht überlebt. 3-mal auf 4, Millionen. Okay, nee, das ist mir zu happig. Dann guck mal lieber mal hier beim Finsteren Reiter. Das war höher von der Stufe, aber es ist ein Geschickgegner. Da können Kundenhunde und Assassine mehr machen. Pa! Zack. Instant, ins Gesicht. Ja, also wir brauchen jetzt 300 Millionen EP für ein Level-Up. Knapp die Hälfte, kann man sagen, haben wir bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Widerstand gegen Eis 14%, ist auch nicht so übel, aber braucht man jetzt auch nicht unmittelbar, ne? Ja, dann nehme ich da, kann ich Lebensenergie behalten. Hier, der Krieger hat nicht so geiles Ding irgendwie dabei, aber... Ah, vielleicht gibt es auch noch Besseres. Vielleicht finden wir noch Besseres, ich nehme es erstmal raus. So, geht's hier noch weiter, Skelettkämpfer? Ist noch möglich. Aber vorher gucken wir mal in den normalen Wirbelsturm rein. Ich bin ja jetzt schon besser geworden. Und vielleicht schaffen wir es noch auf 287. Hier können wir die Begleiter nochmal hochnehmen, bevor wir im Schatten dann schon weitergehen. Nice, sehr gut. Vielleicht kriegen wir auch ein geiles Item für die Zerlegung. Oh, ich brauche auch Gold, ne? Ah gut, ich kann auch questen. Ich kann auch noch questen, ist alles gut. Obwohl, boah, ich kann auch questen. Ich nehme mal das Gold an. Zack, 1,5 Millionen. Das nehmen wir gerne. Etage 301, das Großmaul-Geschickgegner. Direkt auch erlegt. Erfahrungsbonus plus 2. Und bringt 1700 Gold, ist eigentlich auch ziemlich nice. Ja, ich verkaufe das, weil in der Quest findet man auch hin und wieder Gegenstände, die sind bei weitem nicht so wertvoll, glaube ich. Das macht mehr Sinn. Schade, dass ich es nicht für die Toilette habe. Ah, dann hätte ich nochmal einen doppelten Goldbonus bekommen. Aber da kann ich mich auch noch skillen. Immer noch das Großmaul. Noch ein Großmaul.
Hä? Ist das so Intelligenzgegner? Ei. Nice, haben wir erledigt. Der Zusammenrotter. Den müssen wir mal zusammenrotten schnell. Let's go. Auch erledigt. 287. Also irgendwie leckt es hier wieder ein bisschen. Aber, oh, da kommt der nächste Endgegner. Uff. Der Singleklos. Auch Int. Was ist hier los, Alter? Die fallen ja wie die Fliegen. Also beim Wirbelsturm kann ich es nicht so richtig einschätzen mit den Charakterklassen. Entweder ich kann echt noch viel weiterkommen, aber oh, auch den einmal erlegt. Sehr geil. Okay, der bringt ein bisschen weniger Gold, aber immerhin auch eine Million. Ja, dann habe ich genug Gold, um die Begleiter zu skillen. Zack, zap derab und zack derib, ja. Kann ich sogar noch eigentlich meinen Char skillen. Hab ich heute noch gar nicht gemacht. Aber ich habe ja noch Gold. Ich habe ja noch Gold. Ich skill mich dann über Gold. Rohfuß. Ach, das ist doch süß. Das müssen wir doch klar erklären können hier. Sehr nice. Das bringt nicht so viel Gold, wie ich mir erwartet hätte, aber... Nein, den wollte ich gar nicht. Den wollte ich auch nicht machen. Kleinkriecher. Im First Try erlegt. Den Kollegen. Oh, hier geht noch ein bisschen was, ey. Der Führerhaufen, Stärke. Ist im normalen Dungeon nicht ganz so einfach. Das Nice halt ist, dass ich das jetzt vor der Alu mache. Die ganzen Quests, die ich jetzt heute noch spielen darf, die haben dann so... Oh, wir haben einen Gegner erlegt, ohne irgendwas zu sehen. Nice. Die mache ich dann halt auch mit den besseren Werten. Ja, das ist halt auch ganz geil. Wieder erlegt, ohne irgendwas zu sehen. Gibt's nicht mehr, die fallen weg. Ah, jetzt kommt einer. Sehr gut. Okay, der bringt nicht ganz so viel Gold. Dann nehme ich das. Brauche ich keine Quests verschwenden. Für die Steingewinnung sehr, sehr geil. Sehr gut. Habe ich eigentlich alles geupgradet? Ja, zweimal. Alles zweimal geupgradet auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Also 288 ist drin, I would say. Und ich habe es euch angekündigt im ersten Part. Hier geht mehr. Hier geht mehr, ich bin voll. Voller ist voll. Nice, schöne Schuhe, die sind für den Kessel, bringen mehr Gold, schöne Sache. Man kriegt ja mittlerweile auch ordentlich XP. 17 Millionen, das ist nicht so übel. Wieder Schuhe für den Kessel, warum? Ist natürlich gut, bringt mehr Gold. Ja, nehme ich an. Ach, schon wieder einen erlegt. Wieder Schuhe? Nein, diesmal nicht. Aber das bringt sowieso mehr Kohle. Wirbelsturm ist extreme Goldbasis, ja. Wir schaffen ja allein so Level-Ups. 14 Millionen. Achso, es waren nicht 17, es waren 14 Millionen. Trotzdem gut. Okay, das bringt nicht so viel Gold. Schade. Man kann ja auch mal einen Epic droppen. Also wenn wir jetzt noch einen Schatten dann schaffen. Oh, schön. Dann kriegen wir auf jeden Fall wieder ein Level-Up. Dann sind wir an Paul Schnerrer auf jeden Fall dran. Dann sind wir richtig dran. Ja, da sind wir... sind wir so nah an ihm dran, wie jemand, der sich nicht an die Corona-Beschränkungen hält, ja. Nice, eine Waffe, die hat vorher schon 13%. Und das wäre jetzt so geil, wenn ich sagen könnte, oh, ich kann mir die Rune hier rausnehmen. Und baller die hier rein. Wenn man das einmal am Tag machen könnte, wäre das ja mega geil, ja. Da hätte ich 13% Damage auf meine Top-Waffe, ja. Aber immerhin sind 13% möglich. Also wenn man jetzt nach Items sucht, weiß man, alles was unter 13% ist eigentlich schlecht. Wobei man sagen kann, gut, ich habe jetzt ja 10%. Also ist 12 auch gut. Ja, das ist ja immer so eine... Ist ja nicht festgelegt, dass man jetzt jedes Mal auch 13% Spanne bekommt auf seine Items. Deshalb ist Arena-Manager... Komplett zu Pilzen, meines Erachtens nach nicht notwendig. Beowulf als Endgegner. Wir sind jetzt kurz vom Level Up. Okay, der sieht ein bisschen härter aus. 10 Versuche. 428.000.
Okay, bei 428.000 kann er fallen, aber wann will er fallen, ist die große Frage. Okay, bei 1300, hör mal auf. Können wir später machen. Geht denn hier noch was? Kurz vor 200. Ah, das wäre jetzt geil. Wenn wir den hier schaffen, den Skelettkämpfer, ist ja... Ich weiß gar nicht, wie weit Terra gekommen ist in einem Stream. Boah, ich hätte gerne Goldbonus, um ehrlich zu sein. Nicht Erfahrung. Erfahrung habe ich schon genug. Okay, jetzt sind wir 288. Dann müsste auch die Banshee fallen können. Mhm. Schauen wir mal GZ an Ult. So. Weil wie viel das jetzt wirklich ausmacht mit dem einen Level mehr, sei mal noch die große Frage. Ich glaube, den fällt man auch sonst auch erst ab Stufe 290. Du brauchst halt den mega Lucky Try auf jeden Fall. Natürlich wäre noch mal eine neue Waffe, 3,7 Millionen. Ja, schon besser als 4,3, ja, wo wir ja vorher waren. Okay, die Erfahrung beim Sandsturm zeigen, dass es immer noch zu krass ist. 3,1. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Drei, zwei, eins, null. Aber das ist ja auch noch ein stärker Gegner. Vielleicht fällt ja der einfach. Probieren wir es mal lieber hier. Ich habe den Dungeon da vor dem First Try gepackt. Ist da so einen krassen Versuch, ey? Also das, so einfach sieht der jetzt hier nicht aus, ne? Ah, nice! Wir haben ihn gepackt! Nice! Okay, dann gucken wir uns mal schnell das an. Ich will bloß mal sehen, wie viel übrig war. Okay, da habe ich 42 Millionen gemacht als Assassine. Das ist krass. Und wie sah es hier aus? Oh, die Kunden haben nicht so schlecht gemacht. Und auch hier haben wir es direkt geschafft. Gucken wir mal, wie viel wir ausweichen. Einmal ausgewichen. Zweimal. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Schöner Doppelgrit. Oh, okay, das war die neue Waffe dann am Schluss. Aber trotzdem sehr viel ausgewichen. Ich darf nur mal zwei oder drei Hits kriege ich ab. Gut, er hat gekrittet. Das ist schon auch wieder von der Wahrscheinlichkeit, ihr könnt es euch vorstellen, nicht ganz so häufig. Neue Schuhe, Widerstand. Oh, die kann ich einsetzen. Widerstand gegen Blitze von 11 auf 16%. Let's go, my friend. Nehme ich mir den Ausdauerstein mit gegen die... Weil das Ding kann ich noch der Kundschafterin geben, auf jeden Fall. Und die... Ah ja. Mach mal's denn hier. Ich glaube, ich nehme den Ausdauerstein mit 388. Ist gut. Schadet auch jetzt nicht unmittelbar. Ich habe ja Damage durch die Spanne bekommen. Und dann sind wir gleich auf 289. Beowulf. Ha! Er ist gefallen. Zack. Sehr geil. Wir haben Paul Terra überholt. Definitiv. Sei denn, der spielt jetzt noch. Der holt jetzt hoffentlich nicht auf. Ja, das wollen wir nicht hoffen. Ich weiß halt nicht, wo er steht. Ne? Es kann ja sein, dass der auch schon wieder aufholen kann. Uns gegenüber. Aber schön, dass der Beowulf gefallen ist. Zeig mir, wie ist denn das? Was ist denn hier passiert? Schauen wir uns an. Doppelcrit. Oh.
hat die zweite Waffe einen schönen Crit rausgeömmelt. Not bad. Fünf Versuche gebe ich jetzt noch. Wenn er fällt, fällt er. Wenn nicht, dann lass man ihn erstmal offen. Oder noch 10 Versuche. Also 3, 2, 1, 0. Okay, nee, das ist dann doch vielleicht nicht gewünscht. Nachtroll. Leicht geleckt, 3,3 Millionen. Down das Ding. Down das Ding. Intelligenz, Widerstand gegen Eis 17%, 378. Die Werte sind stark. Die Werte sind echt stark, ey. Jetzt habe ich den Markwort überblättert. Aber jetzt hat er Lebensenergie. Na, Lebensenergie plus 3 ist immer noch ganz gut, auf jeden Fall. Schade, ey. Schade. Ach so, hier, Level Up. Hab ich gar nicht gemacht. Und wir müssen noch mal gucken, das Gegenständchen hier, die... Meine Schuhe, die sind ja noch gar nicht geupgradet. Schande über mein Haupt. Haben wir das natürlich gleich mal nachgeholt, ne? Wie sich das gehört. Nice. Ja. Schaffen wir noch 290. Geht vielleicht doch noch mal der Blindenzyklop jetzt. Ja, er geht. Noch mal ein Endgegner, aber jetzt habe ich ja eh mehr Ausdauer. Auch gefallen. Oh, Schnieke, ey. Schnieke. Wir brauchen mittlerweile 319 XP. Also 319 Millionen, meine ich natürlich. Wir sind auf Etage 325. Leute, wir schaffen das Level-Up ja fast schon mit der Alu vielleicht. Geil. Muss ich vielleicht beim nächsten Mal doch streamen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so gut läuft. Teufelsadvokat, wieder ein Endgegner. Ja, in 2 Wochen ist Epic-Event. Alles, was wir jetzt spielen, ne? Können wir uns dann rewarden lassen. Nice, auch noch gefallen. Okay. Unicorn, Stärke. Das geht ja durch. Ich weiß nicht, wo die Bremse ist und wo sie anfängt und wo sie aufhört, so richtig. Das kann man nicht so richtig einschätzen, gefühlt. 327. Nochmal ein Endgegner. Direkt gefallen. Wie ist das passiert? Natürlich kritten wir viel, aber die haben so viel Glück. Ah, die macht gar nicht so viel Damage, ja. Oh, da war der Doppelkrit. Ja, und sie krittet halt selber nicht, ne? Also, das liegt daran, obwohl die so viel bessere Chancen auf Krits haben, machen sie es nicht. Und dass ich so schnell so einen Versuch hatte, davon kann man nicht ausgehen. Okay, Stärke Gegner, das könnte eine Bremse sein. Ich gebe noch 13 Versuche. Ich muss es jetzt nicht übers Knie brechen mit dem Wirbelsturm hier. 3, 2, 1. Nee, okay, passt. Hier könnte aber trotzdem noch was gehen. Oh, 290. Der Panther, was ist das? Geschick. Okay, perfekt, Alter. Richtig nice. Richtig gut. Schöner Aufstieg des Assassinen auf fast Stufe 300. Also sehr gute Vorbereitung auf das ganze Thema hier. Der ging relativ schnell auch kaputt. Wir kriegen wieder Widerstand gegen Eis, Stärke. Ah, nee, das brauchen wir nicht. Habe ich denn schon im Glücksrad, habe ich gedreht? Habe ich hier schon gemacht? Habe ich auch schon gemacht, habe ich auch ein paar Seelen bekommen, war ganz nice. Dann schauen wir mal noch in das alltägliche Brot rein. Habe ich irgendwas wieder vergessen heute? Kann zur Halloweener Pilzaktion, nee, das würde ich nicht haben. Kann der Donnerstags haben wir nicht. Das kommt noch, das ist noch dran. Da kommt auch bald ein Video dazu.
Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, je nachdem, wann ich das jetzt hoch online gestellt habe. Montags, Nahorn. Vielleicht denke ich diesmal dran, Nahorn zu finden. Das Dings habe Infernox habe ich auch vergessen zu finden. Mingho kommt jetzt auch nicht so schnell. Unterbiss, nee, das Unterbiss schaffe ich nicht. Da ist Mingho, ist Intelligenz. Ich glaube nicht, dass da was geht. Ja, 37.000, also so wenig ist es nicht, aber nee, das lassen wir mal. Und ach ja, ich kann es ja eh nicht mehr finden, ist ja tagsüber, ne? Ach nee, nachts, okay, nachts. Aber hier habe ich nichts vergessen, ich habe auch alles gefüttert, was ich füttern kann, außer Erde, da habe ich noch keine Quest bekommen, das mache ich jetzt aber. Gleich im Video schauen wir nochmal in die Festung hinein, dass wir da nochmal ein paar Angriffe machen. Ich bin vom Rang immer noch 52, obwohl ich heute nicht ganz so viel gemacht habe. Das ist ganz praktisch, dass man sich so ein kleines Polster immer aufbaut. Also so um die Rang 50 zu sein, ist auch gut, weil man kriegt, wie ihr sehen könnt, in der Ehrenhalle zwar nicht die, die das meiste Loot versprechen, aber man kriegt sehr viele Leute, die man angreifen kann. Und so, ja, farmt man sich das Equip halt auch hoch. Da muss ich jetzt dann noch die Alu spielen. Oh, mir sticht das Auge gerade. Ich muss das Video gleich beenden. Aber das nehme ich euch jetzt noch mit hier. The Mask Man. Der Name sagt mir gerade gar nichts, aber der bringt auch richtig geile Ressourcen, ja. Oh, jetzt haben wir mal einen gefunden. Dann kann ich den löschen. Ich nehme jetzt immer meistens die von oben, weil wenn ich mir was anderes speichern will, dann stört das manchmal. Greeny. Let's go. Taze nochmal. Schön. Taze bringt auch mal richtig gut. Krumsi ist ein Level, eins vor mir, ein Rang. Nochmal The Mask Man. Der ist auf Rang 62. Boah. Weiß nicht, ob der noch aktiv ist. Wenn nicht, verschwindet er irgendwann vom Rang leider, dass ich den erwischen kann. Aber ich nehme ihn natürlich jetzt aktuell noch gerne mit. Ja, das waren erfolgreiche Angriffe. Da läuft das gut. Pets bin ich auf Rang 4 im Moment. Nice, Angriffe habe ich alle gemacht. Okay, da hat mich Zoro oder einer überholt, aber das passt. Festung, Rang 52, Polster ist da. Ja gut, jetzt startet die Woche wieder und der Woche ist schwieriger. Unterwelt, ja, Unterwelt ist ein bisschen doof. Da habe ich Extrem zu früh angegriffen, habe ich verloren. Aber ich kann Extrem schlagen. Das heißt, dass ich sehr bald über die Ehrenstufe komme. Da natürlich durch die Events auch. Also da gehe ich auch bald nach oben, aber es werden einige schaffen, denke ich. Auf dem Weg hier auf 233 auf jeden Fall. Das schaffe ich auch, ja. Sehr gut, läuft, würde ich mal sagen. Melde dich zur Verteidigung an, haben wir gemacht. So, perfekt, läuft. Alles da. Wir könnten uns versuchen, noch in der Ehrenhalle ein bisschen hochzukämpfen. Guck mal, ein Demon-Hunter auf 288. Oh, der hat viel Geschick, aber tatsächlich. Der könnte mich schlagen. Oh, der hat mega viel Geschick. Der schlägt mich wahrscheinlich sogar ohne Revive. Mal 200 Ehrenhalle gewonnen. Also ich habe mehr gewonnen als verloren gegen ihn. Killer Andy hat gute Werte für sein Level, muss ich sagen. Kyria. Greife mal einen über uns an. Soul. Okay, das läuft noch. Da habe ich auch gut, dass ich den Ausdauerstand drin habe gegen die ganzen. Oh, hier Knibbler. Was ist denn mit Knibbler los? Spielt der nicht mehr, oder was? Berserker. Der Berserker. Also gegen Berserker kämpfe ich sehr ungern, muss ich ganz ehrlich sagen. Die meisten haben trotzdem noch ein krasseres Level. Johnny als Krieger 290 hat auch richtig gute Werte, der Typ. Richtig gute Werte. Oh, knapp gewonnen. Nice, okay. Auf Rang 21 hochgekommen. Böse Melone Kampfmagier. Ich muss sagen, ich habe zuletzt auch mal gegen die gespielt und da habe ich verloren hin und wieder, ne? Okay. Wo bin ich jetzt? Rang 17. Creamman könnte ich noch angreifen, ist aber aus der eigenen Gilde. Der Rest ist schon sehr unwahrscheinlich, dass ich da gewinne. Shakes, das Magier 303, aber von den Werten her? Warte mal, den greifen wir mal an.
Ah! Uff. Was war denn das? Da habe ich ja... Okay. Zwei dicke Crits kassiert von ihm. Der sieht von den Werten gar nicht so stark aus, aber... Okay. Ach so, weil er sein Alu-Equip dran hat. Aber selbst dann schlage ich ihn nicht, ey. Das ist krass. Okay, dann falle ich wieder... Ja, ich habe ihn geschlagen. Nice. Okay. Naja, gut. Aber die anderen sind zu krass. Also bald, wenn es so weitergeht, kriege ich die Epics von den Spielern. Schon. Okay, ich probiere mal Punks anzugreifen. Ich glaube nicht, dass ich gewinne. Vor allem nicht beim First Try gleich. Oh, doch. Okay, nice. Okay, super. Dann reicht mir das erstmal. Das war's dann von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. War natürlich wieder viel, viel los. Schaut euch auch gerne trotzdem Part 1 nochmal an, wenn ihr es verpasst haben solltet. Da war der Lichtdungeon. Klar, im Lichtdungeon könnte ich vielleicht jetzt auch wieder was machen. Aber das hebe ich mir eher vor. Ah, genau. Und das wollte man nochmal an das Portal. Und das gönnen wir uns natürlich. 46%. Nice. Mehr als die Hälfte. Dann fällt ihr vielleicht morgen. Also, haut rein, macht euch Tschüss und Servus, euer Basti.